Politik trifft Buch, der Vorwärts-Podcast auf der Frankfurter Buchmesse. So, ich möchte noch mal ganz herzlich sozusagen zu unserer zweiten Runde begrüßen, wo ich aber nur die Begrüßung mache und überleiten, denn unser Format Politik trifft Buch wird heute Morgen in dieser Runde sehr direkt sein. Da gibt es nämlich keine Moderatorin dazwischen, denn Peter Tschentscher hatte den Wunsch, dass er doch mal selber Fragen stellen kann zu Literatur und sonst wird er ja immer gefragt. Insofern fragt Peter Tschentscher jetzt, der erste Bürgermeister von Hamburg, die Schriftstellerin Isabel Bott, zu der Situation von Schriftstellerinnen und Übersetzer. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht mal zu einer Veranstaltung auf die Frankfurter Buchmesse kommen möchte unter der Überschrift Politik trifft Buch. Und da habe ich natürlich gleich einen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt zur Literatur befragt werde, da bin ich ja nicht so gebildet wie die meisten anderen, dann machen wir es doch mal umgekehrt, dann darf ich die Fragen stellen. Und dann ist eine. Und ich wurde gefragt, ob ich hier sitzen möchte und dachte, ich kann überhaupt nicht über Politik reden. Also insofern sitzen wir in ähnlicher Situation. Aber Sie haben den Heimvorteil, weil Frankfurter Buchmesse ist natürlich jetzt eine Literaturwelt. Und ich habe dann gefragt, ja, mit wem könnte man denn sprechen? Und da hat die Kulturbehörde in Hamburg gesagt, wir haben einen ganz exklusiven Vorschlag. Und das war Isabel Bogdan. Und dann habe ich mir das ein bisschen durchgelesen. Und jetzt habe ich vielleicht als Frage zu Anfang, mir ist aufgefallen, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Politik und, also zwischen einem Politiker und einer Schriftstellerin. Wir haben keinen klassischen Ausbildungsberuf, sondern man wird es irgendwie und manchmal fragt man sich im Nachhinein, wie konnte es dazu kommen? War das bei Ihnen auch so? Es gibt schon, also man kann Schriftstellerei studieren am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und so ein bisschen in Hildesheim und hier und da gibt es jetzt schon ein kreatives Schreiben. Aber in meinem Fall ist es ja so, dass ich vom Literaturübersetzen komme und das ist natürlich auch so ein Beruf, das kann man studieren in Düsseldorf. Aber die allermeisten haben es nicht studiert, sondern sind irgendwie so reingerutscht, haben eine Philologie studiert und oder erst im Verlag gearbeitet und sind irgendwie ins Übersetzen reingekommen. Und für mich war das Übersetzen der Einstieg ins Schreiben oder was, womit ich erstmal geübt habe sozusagen, wobei das nicht der Plan war, aber im Nachhinein. Aber das war gerade so meine Überlegung, gab es einen Plan oder Sie sind ja in Köln geboren, haben nach dem Abitur dann studiert in Heidelberg und in Tokio, Anglistik und Japanologie. Ja. Mann, Mann, Mann. Und dann haben Sie danach angefangen zu übersetzen und später haben Sie dann 2016, glaube ich, Ihr ersten Roman geschrieben. Aber war das ein Plan? Hatten Sie schon zum Abitur oder schon als Kind das Gefühl, ach, ich würde gerne Schriftstellerin werden? Als Kind hatte ich das bestimmt mal kurz, aber das war nie ernst gemeint. Und ich habe tatsächlich auch das ganze Studium durch nicht wirklich gewusst, was ich will. Und dann habe ich nach dem Studium angefangen mit dem Übersetzen und habe erst so Fachübersetzungen gemacht. Ich habe so Internetseiten von mittelständischen Metallverarbeitungsbetrieben im Sauerland ins Englische übersetzt. Das war wahnsinnig unbefriedigend. Dann kam irgendwann das erste Buch des Wegs, das war ein Gartenratgeber. Das war auch nicht mein Thema, aber das war für mich der Moment, wo ich zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben das Gefühl hatte, dass ich Ehrgeiz entwickle und dass ich dachte, das ist was, was ich machen möchte. Und ich habe hier eine gewisse Zeit, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Und am Ende habe ich ein Produkt in der Hand, das schön aussieht und wo mein Name drin steht. Und da möchte ich irgendwann mal richtig gut drin sein. Und dann ging es von da an, ja, habe ich erst Sachbücher gemacht, dann kam irgendwann die Literatur und dann irgendwann hat es mich so ein bisschen gejuckt, doch auch mal selbst zu schreiben, zu versuchen. Also Sie haben sich da so ein bisschen, ich glaube, ich habe das in einem anderen Zusammenhang von Ihnen mal gehört, Sie haben sich da so ein bisschen rangerobbt. Also Sie haben jetzt nicht gleich gesagt, so ich schreibe jetzt einen Roman und dann wollen wir nochmal sehen und hier ist der Verlag, ich gebe das Buch denn, sondern Sie haben so in kleineren Stufen sich an die eigene Schriftstellerei gewagt. Sozusagen. Ich habe sehr früh angefangen zu bloggen, als man noch erklären musste, was ein Blog ist und dafür dann ein bisschen schief angeguckt wurde. Also das ist ja auch so ein bisschen eine Schreibübung eigentlich. Daraus ergab sich das erste Buch, das hieß Sachen machen. Da habe ich einfach komische Sportarten ausprobiert und irgendwelche abseitigen Veranstaltungen besucht und so. Es war so eine Art Kolumnensammlung. Und dann habe ich gar nicht viel. Ich habe 2, 3 Kurzgeschichten geschrieben und bei der einen dachte ich irgendwann so, ja, das
Die hat zwar eine ganz gute Schlusspointe, aber die Geschichte ist da nicht zu Ende. Die hast du noch nicht fertig erzählt. Und dann habe ich gedacht, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich einen Roman draus machen kann. Ja, und dazwischen lag, glaube ich, noch ein Hamburger Literaturpreis, den Sie gekriegt haben, ne, für diesen Erstentwurf zum Thema genau, der Pfau. Genau, als ich angefangen hatte, diese Kurzgeschichte der Pfau weiterzuschreiben, da hing es dann total in der Luft. Dann war Bewerbungsschluss für die Hamburger Literaturförderpreise. Und ich habe das eingereicht und habe eigentlich gedacht, für was Lustiges kriegt man ja keinen Literaturpreis. Aber irgendwas in mir hat es ja trotzdem weggeschickt. Und weil das halt nicht fertig war, habe ich einfach Romananfragen darüber geschrieben und mir so ein kleines Exposé aus den Fingern gesogen. Und dann habe ich einen dieser Preise bekommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich es auch wirklich versuchen, ob ich das schaffen kann, da einen Roman draus zu machen. Und dann ging es aber ab wie Schmitzkatze, würde ich sagen. Ne? Dann war der Roman plötzlich fertig und dann waren es hunderttausende Auflage und Spiegel-Bestseller, ging eins nach dem anderen. Jetzt wurde es sogar verfilmt. Ich glaube, der Kinofilm ist schon in den Kinos oder kommt er noch? War im Frühjahr in den Kinos, war schon wieder raus. Okay, schon wieder raus. Also ja. Da muss man ja sehen, wo man das nochmal... Ist auch schon auf DVD. Okay, das ist ein schon Angebot. Da, das ging ruckzuck. Aber das ist ja dann doch ganz schöne Wucht gewesen. Ne? Also da haben Sie ja wahrscheinlich nicht mit gerechnet. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und wie erklären Sie sich den Erfolg dieses... Ihres ersten Romans, der Pfau. Ich habe es ja jetzt gelesen, weil ich mich noch ein bisschen vorbereiten wollte und habe dann festgestellt, es fängt ja so ganz harmlos irgendwie an, ne? So ein ganz langweiliges kleines Dorf in Schottland und man fragt sich, worauf soll es eigentlich hinauslaufen? Aber man liest halt immer weiter und ein ganz glückliches kleines Dorf, es gibt ein paar Problemchen, aber die machen keinem was aus. Und dann wird es immer irgendwie interessanter und man liest und liest, man hat auch nirgendwo einen Punkt, wo man sagt, jetzt das Kapitel, jetzt kommt noch mal eine andere Perspektive. Es entwickelt sich von Seite zu Seite weiter. Am liebsten möchte man es gar nicht zwischendurch unterbrechen, sondern bis zu Ende durchlesen. Aber was ist denn der Erfolg dieses Buches? Wie sagen Sie selbst? Was war der Clou dabei? Also wenn Sie mich das nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr gefragt hätten, da hätte ich immer noch von sehr viel Glück geredet. Inzwischen läuft das Ding wirklich seit 7 Jahren und ist immer noch in jeder Buchhandlung. Also ich glaube... So langsam sehe ich auch selbst, es hat sich offensichtlich irgendwie bewährt. Was mir die Buchhändler immer sagen ist, das kann man jedem in die Hand drücken, das ist für Männer und für Frauen, das geht für jedes Alter, das geht für Leute, die sonst anspruchsvolle Hochliteratur lesen, für die ist es nicht zu doof und für Leute, die sonst eher die einfache Unterhaltung lesen, ist es nicht zu schlau. Es sieht wahnsinnig schön aus, ich glaube, das hat viel ausgemacht. Und ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, was man aber auf jeden Fall braucht, ist, also es reicht nicht, ein Buch geschrieben zu haben, was irgendwie gut ist, nach welchen Kriterien auch immer, sondern man braucht auch einfach einen guten Start, man braucht einen guten Verlag und eine gute Pressearbeit. Und ich glaube, bei mir kam sehr viel zusammen. Ich hatte ein halbes Jahr vorher ist meine erste Übersetzung von Jane Gardam erschienen. Die hat wahnsinnig eingeschlagen. Also das war im Buchhandel, bei den LeserInnen und bei der Kritik gleichermaßen beliebt. Das war für mich als Übersetzerin das erste Mal, wo auch wirklich eine Übersetzung von mir flächendeckend in allen Feuilletons besprochen wurde und zwar immer mit einem dicken Übersetzerlob. Das heißt, als die Kiwi-Vertreter in die Buchhandlung gegangen sind und gesagt haben, wir haben hier eine Debütantin, Isabel Bogdan kennt man noch nicht als Autorin, aber das ist die Übersetzerin von Jane Gardam, da machten die Buchhändler alle, oh, interessant. Dann hat es dieses wahnsinnig schöne Cover, was, glaube ich, alle gerne dekoriert haben. So im Betrieb kannte man meinen Namen schon so ein bisschen. Ich bin gut vernetzt im Internet, Social Media und so weiter. Also ich glaube, da kam sehr vieles zusammen. Also Sie haben jetzt viele Gründe genannt, weswegen der Erfolg da sein kann. Das Cover, der Verlag, Ihre bisherige. Aber kann es nicht sein, dass der Roman selber auch irgendwie, also der Inhalt, die Sprache, so wie Sie die Handlung entwickeln, nicht auch irgendwie mit ein Erfolgsfaktor ist? Also ich war sehr beeindruckt, wie Sie mit einfacher Sprache, also es lässt sich leicht lesen, einfachste Ereignisse von verschiedenen Seiten beleuchten und also man taucht so richtig ein in diese manchmal etwas naive Sichtweise. Sie beschreiben die Handlung aus der Sicht des einen, dann aus der Sicht des anderen. Irgendwo zwischendurch beschreiben Sie das gleiche Vorgang mal aus der Sicht des Hundes, der eine Rolle spielt. Ja. Ich habe mich gefragt, er hätte nur noch gefehlt, dass Sie das einmal auch aus der Sicht des Staubsaugers beschreiben, der Henry heißt. Der Henry heißt. Also das ist schon irgendwie schon was Faszinierendes, was Besonderes.
Danke. Ist das Intuition gewesen, es so zu schreiben? Weil Sie haben ja, glaube ich, ein eigenes Erlebnis. Sie haben, glaube ich, in solchen Orten mal Urlaub gemacht, ne? Oder habe ich das genau falsch verstanden? Genau. Also der V spielt auf so einem einsamen Anwesen irgendwo in einem kleinen schottischen Tal. Und da fahren wir, also mein Mann und ich, seit fast 30 Jahren hin. Also dieses Anwesen ist wirklich 1:1 übernommen und es ist genau so. Und es ist da auch tatsächlich passiert, dass ein Pfau verrückt gespielt hat und blaue Sachen angegriffen hat. Und da dachte ich, das ist doch so eine abgefahrene Geschichte, das muss man doch irgendwie erzählen. Und dann war auch klar, welchen Sound das haben muss. Also dass das so ein bisschen so eine britische, ironische, so eine Unterboden hat und so eine leichte Distanziertheit. Und es sind mir dann Dinge tatsächlich passiert. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich diese Distanz herstelle, indem ich zum Beispiel keine wörtliche Rede benutze. Das ist ja alles in indirekter Rede. Und als mir das selber auffiel, das ist mir tatsächlich passiert, und als mir aufgefallen ist, habe ich gedacht, ja, dann will ich doch jetzt mal gucken, ob ich das auch wirklich den ganzen Roman über durchhalte und ob das überhaupt geht. Und es ging. Und es ist ja dann so, mein zweiter Roman, Laufen, ist der innere Monolog einer Frau beim Laufen. Und da bestimmt auch der Text, der Inhalt, die Textform, also da läuft der ganze Text sehr, der ist sehr schnell, der hat viele Kommas und wenig Punkte und ist sehr atemlos und so. Und das ist auch was ich beim Lesen so haben möchte, also dass die Gestaltung des Textes mit dem Inhalt korrespondiert, dass das irgendwie passt. Der zweite Roman ist ja doch etwas schwerere Kost und da geht es um Ärzte-Themen. Der erste, der ja einen Riesenerfolg hat und aber eigentlich eine ganz einfache, schlichte Handlung hat. Da passiert ja wirklich ganz wenig. Der V wird erschossen und ein paar Tage lang sind da Investmentbanker, die Teambuilding machen wollen. Das ist ja jetzt keine große, ich weiß gar nicht, wenn man das verfilmt, da kann man ja kein Krimi draus machen, sondern es lebt letztlich von einer sehr einfachen Handlung, die hochinteressant mit Biografien, mit Persönlichkeiten, mit Charakteren verknüpft wird. Und dann entsteht ja in diesem einfachen Ort mit dieser, was weiß ich, Investmentbanker einer Londoner Bank, die Teambuilding machen wollen, ja so eine ganz interessante Gruppendynamik. Und das wird ja immer interessanter so. Man versteht plötzlich die Figuren im Laufe der Kapitel mehr und mehr. Dann ändern die sich plötzlich. Der eine wird einem sympathischer als zu Anfang und auch die Teamleiterin, die ist ja so ein bisschen die Bad Guy zu Anfang, wird plötzlich eine sympathischere Person. Das ist ja alles sehr schön zu lesen und mitzuerleben. Hat das Ganze auch irgendwie, soll das eine Botschaft haben? Wollten Sie ganz gezielt mal so zu den Londoner Bankenwelt in Kontrast bringen zum einfachen Leben auf dem Land, um eine Botschaft zu vermitteln, sondern dem Motto, nehmt euch nicht so wichtig in der Bankenwelt, guckt mal auf das Wahre im Leben oder so. Soll es eine Botschaft haben? Gibt es eine Moral der Geschichte? Nee, und ich werde ehrlich gesagt auch grantig, wenn ich das Gefühl habe, irgendein Autor möchte mir eine Botschaft übermitteln. Aber wenn Sie das schon so sagen, dass gerade diese Chefin, die am Anfang so ein bisschen zickig ist und am Ende kriegt man Verständnis für sie und so, vielleicht ist das doch so eine Art Botschaft, dass Menschen einfach kompliziert sind und manche sind nach außen hin und auf den ersten Blick schon sehr kompliziert und wenn man ein bisschen tiefer guckt, dann gibt es dafür Gründe oder dann entwickelt man dafür Verständnis und so. Und das ist tatsächlich auch was mir beim Schreiben passiert ist, dass ich irgendwann dachte, ich kann diese Chefin nicht so richtig leiden. Und im V ist es so, es gibt nicht eine Protagonistin oder einen Protagonisten, sondern die Perspektive hüpft so durch die Köpfe und erzählt mal, was der eine denkt und mal, was der andere denkt und guckt aber auch wirklich in alle rein. Und ich bin dann einmal in diese Chefin reingeschlüpft und plötzlich hatte die auf einmal sympathische Seiten. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Effekt, den das Schreiben hat und den ja auch das Lesen hat. Es gibt Studien darüber, dass Menschen, die viel lesen, also Literatur lesen, empathiefähiger sind. Es schult einfach die Empathiefähigkeit, in die Köpfe anderer Leute reinzugucken. Und das ist was man beim Schreiben machen muss, finde ich, damit man irgendwie plausible Figuren präsentiert. Und das ist was dann beim Leser eben auch ankommt, dass man denkt, oh, die konnte ich jetzt erstmal nicht so richtig leiden, aber eigentlich ist sie dann doch ganz nett, wenn man sie näher kennenlernt.
wenn es den Effekt hat. Ja, also ich finde schon. Also ich finde, das ist so ein Buch übers Leben, so wie, ja, wie Menschen sind, wie sie vielleicht auch sind zu ihrem eigenen Nachteil und plötzlich durch diese besondere Situation, dann gibt es ja riesen Schneefall, dann müssen sie noch einen Tag länger bleiben und so, kommen die Leute ja in Situationen, die sie eigentlich nie freiwillig eingegangen wären und plötzlich erleben sie, dass es sie positiv verändert. Und genau, und der Witz an dem Buch ist ja eigentlich so ein bisschen, diese Banker sind zum Teambuilding auf diesem einsamen Anwesen und sie haben alle nicht so richtig Bock drauf, sind aber auch bemühen sich aber, also sie sind ja alle doch irgendwie redlich bemüht, auch wenn sie es eigentlich ein bisschen blöd finden. Und dann passiert im Untergrund noch eine Geschichte, von der jede der beteiligten Figuren irgendwie ein Detail mitkriegt, aber keiner merkt, was da für eine Geschichte eigentlich abläuft mit dem V. Und wenn sie wirklich ein Team wären und alle diese Details zusammenlegen würden, die jeder von ihnen einzeln weiß, dann wüssten sie auch, was passiert ist. Aber das tun sie nicht, weil sie irgendwie was beobachtet haben und das, denken, das ist nicht interessant und erzählen es nicht weiter. Oder sie erzählen es aus Rücksichtnahme nicht weiter, weil sie denken, naja, das ist jetzt irgendwie, braucht hier gerade keiner, dass wir hier noch ein Problem haben oder so. Und oder sie interpretieren irgendwas falsch. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Witz dran, dass da nicht mal Missverständnisse entstehen, sondern gar nicht ein Gefühl dafür entsteht, dass unten drunter noch eine Geschichte abgelaufen ist, die keiner mitgekriegt hat, außer der Köchin. Ja, wobei die ja auch wieder nicht alles weiß. Die weiß auch nicht alles. Also auch der Lord und die Lady und ihre Gehilfin, alle haben so ein Stück weit der Realität mitbekommen, aber aus aber Schutz der anderen, also es ist auch keiner, der aus Bösartigkeit jetzt was verheimlicht, sondern alle sagen, ach, ich sag's mal lieber nicht. Und dann wird dieses Missverständnis immer komplizierter und es entstehen immer neue Theorien, wer den V ermordet hat und ob die Gans vielleicht auch noch mit dran glauben musste. Also fast ein bisschen, also eine witzige, kleine Situation, die ein Stück weit vielleicht auch für größere Missverständnisse ein Beispiel geben kann. Aber ich bin ganz froh, dass man jetzt nicht eine Botschaft braucht oder dass sie sagen, das hat keine Moral, ich will dem Leser jetzt nichts beweisen oder so, sondern man darf es einfach lesen, sich seine Gedanken machen und vielleicht Schlussfolgerungen ziehen für sich selber. Genau. Ein wirklich sehr nettes Buch und ich glaube, es ist immer Stoff so zum Nachdenken. Ich habe von einem Künstler mal gehört, den Satz, der wurde auch gefragt, was sagen diese Bilder aus und was sagt es aus? Und der hat so reagiert wie Sie eben. Ich kann diese Frage schon nicht leiden. Wer fragt denn, welche Botschaft Beethovens Neunte hat? Es ist einfach Musik und das muss man genießen und das ist inspirierend. Und so ist es ja vielleicht in der Literatur auch. So, jetzt sind Sie die erfolgreiche Autorin. Ja, und wie ich gehört habe, man kann sogar einigermaßen davon leben, aber eben auch nur. Sie gehören zu diesen 1, 2, 3% der Schriftstellerinnen, die von ihrer Arbeit einigermaßen wirtschaftlich leben können. Ja. Das bin ich als Übersetzerin auch nicht gewohnt. Ja, das habe ich gerade in unserem Vorgespräch gelernt, dass es eben doch eine Branche ist, die von viel Ambition geprägt ist, also die Literaturwelt, aber eben von, ja, über, wenn man das so sagen will, von vielen prekären Situationen, dass also jemand, die jetzt wie Sie viele Jahre übersetzt, eigentlich davon nicht auf Dauer leben kann und vor allem auch im Alter nicht leben kann, weil man keine guten Pensions- oder Rentenansprüche erwirbt. Und jetzt ist die Frage, wie haben Sie das erlebt? War das eine Stressphase? Haben Sie gemerkt, so ich bin jetzt in so einer Übersetzerin Arbeitswelt, aber irgendwie hat das keine Perspektive. Ich muss jetzt mal was anderes machen? Oder wie ist das, das Erleben in dem Bereich? Also in meinem Fall bin ich in einer wahnsinnig privilegierten Situation, weil mein Mann Lehrer ist und da kommt einfach mal jeden Monat schön konstant das Geld rein. Sodass ich persönlich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen musste. Es hat mich natürlich manchmal genervt. Dass aber ich denke, wenn Ihr Mann jetzt mit dem Gehalt nicht gewesen wäre und Sie wären jetzt Übersetzerin oder Ihr Mann wäre auch noch Übersetzer gewesen, könnte ja sein. Ja. Hätten Sie das aufgeben müssen und sagen müssen, ich muss jetzt einen anderen Beruf mir besorgen, weil das hat keine Perspektive und dann wäre eine großartige Übersetzerin und eine Autorin dieser Welt verloren gegangen oder wie wäre das? Möglicherweise. Also wir haben keine Kinder, aber wenn wir noch 3 Kinder gehabt hätten und beide Übersetzer gewesen wären, dann wäre das nicht gegangen. Es wäre einfach nicht gegangen. Und es gibt vereinzelt Kollegen, die das irgendwie schaffen, davon eine Familie zu ernähren, aber meistens auch mit verdienendem Ehepartner oder Partnerin. Ich habe, wenn ich gefragt wurde, kann man davon leben, ich hätte immer gesagt, ja, man leben kann man davon, aber eine Familie ernähren nicht.
Und es ist einfach so. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen hier so im Bilde ist. Der durchschnittliche Seitenpreis für eine Übersetzung und was eine Seite ist, ist genau definiert. Eine Normseite liegt bei knapp 19 Euro. Und ich rechne so übers Jahr verteilt damit, dass ich ungefähr 100 Seiten im Monat übersetzen kann. Das heißt, ich habe dann Einnahmen von 1.900 Euro im Monat. Davon bezahle ich meine Krankenkasse, Rentenversicherung, meinen Arbeitsplatz, meine Fortbildung, meinen Buchmessenbesuch, bla bla bla. Und den Rest versteuere ich noch. Und also die KSK hat, glaube ich, gibt so ein Durchschnitt. Man das muss ist ja diese Künstlersozialkasse. Die Künstlersozialkasse, ja. Da muss man ja immer sein Jahreseinkommen vorher abschätzen. Und die haben irgendwann veröffentlicht, ÜbersetzerInnen verdienen im Schnitt im Monat 1.200 Euro. Das ist ja so mittlerweile fast nicht mal mehr der Mindestlohn. Ne? Also wenn wir mal 12 Euro denken, ist das nicht besonders... Und was man davon dann in die Rentenkasse einzahlt und an Rente am Ende rauskriegt, das ist einfach ganz bitter. Und bei AutorInnen ist es nicht so viel besser. Also da wird man nicht pro Seite bezahlt, sondern... Also ÜbersetzerInnen kriegen auch noch ein bisschen Umsatzbeteiligung nach komplizierten Systemen. Das ist aber auch ein Butterbrot meistens, weil man jetzt nicht ausschließlich wirklich super Spitzenbestseller übersetzt und das tun natürlich die wenigsten. Und bei AutorInnen ist es so, wir kriegen eigentlich nur eine Umsatzbeteiligung. Die ist natürlich viel, viel höher als bei Übersetzungen. Also das fängt... Also im Hardcover sind das meistens 10% und dann ist es noch ein bisschen gestaffelt. Ab 10.000 Exemplare sind es dann vielleicht 12 und ab 20.000 14%. Alles ein bisschen Verhandlungssache. Und auf diese zu erwartende Umsatzbeteiligung bekommt man den sogenannten Vorschuss. Das heißt, der Verlag legt nach auch nicht immer nachvollziehbaren Kriterien fest, wie viel man schon mal vorab bekommt auf die zu erwartenden Umsätze. Das können 5.000 Euro sein, das können 50.000 Euro sein und das können, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich auch mal 500.000 Euro sein. Aber selbst wenn man einen Riesenvorschuss von 50.000 Euro bekommt und dann aber ein Jahr lang da dran sitzt und von den 50.000 gehen dann erstmal 15% an die Agentur, dann sind es noch 42 und wenn man die versteigt... Eine Agentur ist auch noch dazwischen, zwischen den Übersetzerinnen bei den bei den Autorinnen. Ach so, okay. Ja. Da ist meistens noch eine Agentur dazwischen und ja, wenn man das dann wieder auf ein Jahreseinkommen umrechnet, da bleibt einfach auch nicht mehr viel übrig. Ja. Und dieser Vorschuss, der ist, das heißt im Juristendeutsch, verrechenbar, aber nicht rückzahlbar. Das heißt, wenn ich den Vorschuss über die Umsatzbeteiligung nicht einspiele, muss ich die Differenz nicht zurückzahlen. Mhm. Aber alles, was drüber hinausgeht, bekomme ich dann noch. Ich wundere mich deshalb, weil, also für die meisten in der Szene oder in der Branche, die wissen das, also für jemanden von außen wie mir so, ist das jetzt nicht so präsent gewesen, dass das in einem Bereich so kritisch ist, wo man ja denkt, das Übersetzen, das ist ja nicht irgendeine Nebensache, sondern wenn ich aus einer Sprache ins Deutsche übersetze, ist das ja, also da spielt ja die Musik, also das ist vielleicht auch nochmal eine Gemeinsamkeit zwischen Politik und Literatur, die Bedeutung der Sprache. Also welche Worte findet man, um etwas aus einer anderen Sprache zu übersetzen? Also ich darf das vielleicht aus meiner Beispiel sagen, wenn wir manchmal 2-3 Sätze geben sollen in der Politik zu einem bestimmten Sachverhalt, der kritisch ist, dann ringe ich auch immer um Worte. Weil ich weiß dann manchmal nicht, fällt einem ein Wort ein, aber dann denkt man, das Wort klingt zu negativ. Das ist ein Depri-Wort. Ich brauche ein anderes Wort und dann fällt mir keins ein. Dann frage ich meine Mitarbeiter, habt ihr nicht ein besseres Wort als dieses? Und dann hat keiner ein Beispiel. Wirft einer was rein, das ist noch schlechter. Und dann gibt es einen, der hat eine Idee, das ist ein bisschen besser. Und irgendwann fällt einem ein gutes Wort ein oder ein guter Satz, der nicht nur den Inhalt vermittelt, sondern auch die ganze Wirkung, die Emotion, die man also diesem Thema vielleicht auch beibringen möchte. Und deswegen ist das ja eine ziemlich kritische Sache. Und dass man sagt, davon hängt ja ein Stück weit auch der Erfolg dann in dem deutschsprachigen Markt ab von der Übersetzung. Und deswegen Absolut. Wundere ich mich so ein bisschen, man müsste jetzt mal mit einem Verlagsexperten reden, ob das eigentlich ein kluges Geschäftsmodell ist, dass man dort vielleicht nicht die Talente auch ein bisschen besser bezahlt. Ich glaube, ein Verlag betreiben ist insgesamt kein übertrieben kluges Geschäftsmodell. Ja, es ist auch eine Branche, die alle nicht viele so Sorgen hat. Ja, ja. Ja, es verdienen die wenigsten im Literaturgeschäft so richtig ordentlich Geld. Und ja, ich finde auch bei den Übersetzern, da muss
einfach noch irre viel getan werden, weil, also wenn man das auch mal, wenn man es mal groß denkt, dann ist das ein Thema von Völkerverständigung. Ja, also dass wir alles, was wir über fremde Kulturen und andere Länder wissen, wissen wir durch Übersetzerinnen. Ja, ist gestern und, auch erwähnt worden bei der Eröffnungsveranstaltung. Es gäbe keine Weltliteratur ohne Übersetzerinnen und Übersetzer. Genau, das ist so ein schönes Diktum von José Saramago, glaube ich. Wurde gestern von jemandem zitiert, ich weiß nicht mehr von wem, aber das wird einem erst so klar, wenn man es mal sich genauer ansieht. Ja klar, jetzt, wenn wir vor Urlaubsreisen überlegen, dann lese ich doch jetzt mal georgische Literatur oder kroatische oder slowenische, wo wir hier gerade Gastland haben. Das können wir alles nur lesen, weil es ÜbersetzerInnen gibt und das wird wirklich einfach unterschätzt, glaube ich. Und jetzt sind wir nur bei den Übersetzungen gewesen. Die Autorinnen und Autoren können eben auch meistens von ihrem Schriftstellertum nicht leben. Es sind nur wenige. Ich habe irgendwie gehört, 2% oder so der Schriftstellerinnen und Schriftsteller können von ihrer Schriftstellerei leben. Das heißt, viele brauchen auch da ein anderes zusätzliches Standbein. Und Sie sind jetzt in der glücklichen Lage, dass es bei Ihnen anders ist. Aber was würden Sie sich, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen von der Politik zum Beispiel, um es zu ändern? Also es gibt, glaube ich, tatsächlich Länder, die so eine Art Grundeinkommen für SchriftstellerInnen oder insgesamt für KünstlerInnen haben. Welches ich weiß nicht das? Genau, wie das funktioniert. In Österreich gibt es irgendwas, in Irland gibt es auch sowas. Ich sehe sofort die Schwierigkeit darin, zu definieren, wann ist jemand SchriftstellerIn und hat verdient sozusagen. Das sehe ich. Es gibt natürlich Stipendien und sowas. Bei vielen Stipendien ist so ein bisschen das Problem, dass das sogenannte Aufenthaltsstipendien sind. Da ist man dann für 6 Monate Stadtschreiberin in irgendwo. Wenn man aber eine Familie hat und ein soziales Umfeld zu Hause, dann geht man nicht mal eben für 6 Monate oder auch nicht für 3 irgendwo hin. Und da müsste einfach relativ umfangreich noch viel mehr passieren, weil das kann so nicht funktionieren. Und viele leben zum Beispiel auch noch von Lesungen. Jetzt hatten wir 3 Jahre Corona, also nicht wirklich 3 Jahre komplett Lockdown, aber erstmal ist da ganz vielen ihr Einkommen weggebrochen, weil es keine Lesungen mehr gab. Es gab dann so absurde Geschichten, wo Leute halt dann mit irgendwas anderem Geld verdienen mussten, deswegen aus der KSK rausgeflogen sind. Das ließ sich dann irgendwie klären. Also KSK hat dann gesagt, ja okay, ist gerade ja Ausnahmesituation und bleibt man drin und danach lebt ihr dann wieder tatsächlich vom Künstlerin sein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass alle KünstlerInnen das Gefühl haben, oft von der Politik vergessen zu werden, weil wir halt alle so Einzelpersonen sind und nicht ein großes Unternehmen mit 50.000 Angestellten, wo man sozusagen, wenn man einem Unternehmen hilft, gleich 50.000 Leuten auf einmal geholfen hat, sondern wir sind alle so individuelle und es ist alles so, so kleinteilig, dass das, glaube ich, einfach oft durchrutscht, so ein bisschen. Ja, dann müsste sich die Kulturpolitik in Deutschland noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen und es ist, glaube ich, wichtig, dass man das mal so auf den Tisch packt und zwar nicht von einer Person, Sie können ja jetzt sagen, okay, ich habe jetzt meine 1-2 Erfolge und wollen mal gucken, ob ich noch einen hinkriege, aber es ist natürlich auch viel an Talent, was vielleicht diesen Durchbruch noch nicht gemacht hat. Ja, und ich glaube tatsächlich, also wo Sie vorhin nach dem Erfolg fragten, da draußen sind, möchte fast sagen, zigtausende von Büchern, die kein Stück schlechter oder sind oder das weniger verdient hätten oder irgendwas. Ja? Also ich glaube, dieses Glück muss halt dazukommen und es ist wahnsinnig viel Talent und unfassbar tolle Leute da draußen, die einfach das nicht so ans Licht schaffen. Es gibt dann immer so ein paar, die aus irgendwelchen Gründen diesen Erfolg dann haben, aber das heißt nicht, dass all die anderen da draußen das nicht genauso verdient hätten oder deren Bücher weniger toll sind, die sind vielleicht einfach im falschen Moment mit dem falschen Cover oder dem falschen Titel erschienen oder irgendwas. Und das ist eine sehr ehrenwerte Sache, dass Sie so bescheiden sind zu sagen, es gibt auch viele andere Bücher, die es wert
sind, gelesen zu werden, die aber gerade jetzt nicht diese Hunderttausender Auflagen erreicht haben. Und trotzdem müssen wir ja in der Politik mal einmal überlegen, können wir was tun? Also es ist, wie Sie schon sagen, auch schwierig zu sagen, wir geben jetzt mal ein paar Millionen in ein System und dann wissen wir aber noch nicht, wen kann man eigentlich oder wie kann man jemanden davon finanzieren. In der Kultur, genauso wie in den Medien, im Journalismus ist es ja immer schwer sozusagen als Staat hinein zu entscheiden und irgendjemand müsste dann ja schon entscheiden, welcher Personenkreis sollte jetzt eine. Deswegen würde mich interessieren, wenn das jetzt in Irland oder in Österreich ein System gibt, was die deutsche Politik sich angucken kann, hätte man einen Anknüpfungspunkt. Ich kriege hier gerade noch Schweden zugeraunt. Ah ja, wir werden mal mit unserer Kulturbehörde in Hamburg mal recherchieren und unser Kultursenator, der auch sehr engagiert hier auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs ist, der hat da bestimmt einiges zu an Gedanken zu. Also es gibt ja verschiedenste Arten von Stipendien. Da ist in Hamburg noch ein bisschen wenig. Da haben wir sehr tolle Preise. Aber was Stipendien angeht, ist da in Hamburg noch, also wirklich noch Luft nach oben. Dafür haben wir das tolle Literaturhaus und ein paar. Ja, aber da haben die Autoren nichts von. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt die Literatur nicht gering schätzen in Hamburg, sondern im Bereich Stipendien die Bürgermeister in Hamburg haben eine Stiftung für politisch Verfolgte und dort sind sehr viele Schriftsteller und Journalisten, die dann nach Hamburg kommen International und bei uns, wie Sie das eben schon beschrieben haben, dann mal in Ruhe gelassen werden von den Regimen, die sie ansonsten verfolgen und dann in Ruhe ihre schriftstellerische oder auch ihre journalistische Arbeit machen können. Ich glaube, unsere Zeit ist um. Und ich hatte auch nicht die Erwartung, dass wir ein großes Problem in einer halben Stunde auf den Tisch packen und gleich mit lösen. Aber es ist interessant und es ist wichtig, das mal so nachvollziehbar von einer Expertin zu hören. Eine Frage wollte ich noch mal stellen, zum Schluss vielleicht. Wenn Sie was wünschen dürfen von der Politik, was kein Geld kostet, was nicht so schwierig ist. Einfach, haben Sie eine Idee, was könnte man als Bürgermeister tun, um der Literatur Rückenwind zu geben. Wir haben Kirsten Boje zur Ehrenbürgerin erklärt, das ist eine ganz tolle Kinderbuchautorin. Wir fördern das Literaturhaus, aber vielleicht gibt es auch noch irgendeine Idee, wo Sie sagen, kostet kein Geld, aber da sollten Politiker mal dran denken. Was ich absolut fantastisch finde, ist, Barack Obama veröffentlicht mindestens einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr seine Lieblingsbücher. Die Bücher, die er im letzten halben Jahr oder ich weiß nicht, ich glaube, er macht das vor Weihnachten und vor dem Sommerurlaub oder so, dass er sagt, das sind die Titel, die ich zu Weihnachten verschenke, das sind die Bücher, die ich im Sommerurlaub gelesen habe und die ich hiermit jedem empfehle. Das sorgt in den USA für fantastische Verkaufszahlen. Also interessant, und ist nicht jeder so beliebt wie Barack Obama. Einer sagen würde, ich lese das Buch, dann sagt vielleicht das stimmt. Manch ein Publikum, na dann lese ich mal lieber was anderes. Aber ich hier höre, das ist jetzt schon einige Jahre her und ich nenne jetzt keinen Namen mehr, aber dass ein absoluter deutscher Spitzenpolitiker gesagt hat, sein Lieblingsbuch sei Der kleine Prinz, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen beschämend. Na, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, aber da ist auch noch Luft nach oben. Aber das ist doch ein interessanter Punkt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Herzlichen Dank, Isabel Bogdan, für diesen Einblick in Ihre eigene Autorinnenkarriere. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Ja, wir sind beide Gast beim Vorwärtsverlag. Vielen Dank, dass wir hier einmal ein halbes Stündchen plaudern durften. Ja, danke sehr. Der Vorwärtsverlag dankt auch nochmal ganz herzlich für dieses, wie ich finde, durchaus erhellende Gespräch, was ja auch bei den Zuschauern, glaube ich, entsprechend gut angekommen ist. Ich glaube, man muss einfach nochmal, das sage ich jetzt als Journalistin, nicht als Autorin oder Verlagsfrau, man muss einfach auch nochmal daran erinnern, Bücher müssen auch gekauft werden. Und das kann man, glaube ich, in dieser Runde sehr gut sagen. Das ist das, was uns alle trifft und alle betrifft, wer Bücher kauft. Oder wenn wir Bücher kaufen, helfen wir den Autoren, wir helfen den Verlagen, die häufig auch in schwierigen Positionen sind. Und ich glaube, von politischer Seite, Hamburg fördert viel Kultur, aber ich glaube, es ist einfach auch die Anerkennung von Kultur, die in Deutschland, das mag auf Hamburg nicht zutreffen, aber die in Deutschland häufig so ein bisschen hinten runterfällt. Sie ist ja da, die Kultur. Aber ich glaube, die Wertschätzung ist einfach auch ganz wichtig. Das war der Vorwärts-Podcast von der Frankfurter Buchmesse. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.